Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Uncharted 2. So, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Heiße Gefechte. Und da ist die rote Lampe. Vielleicht müssen wir da schon hin, denn unsere liebe Kollegin hängt ja immer noch im Fahrstuhl fest. Und wir müssen sie irgendwie da rausholen. Und so richtig einen Plan, wie wir das jetzt machen, habe ich noch nicht. Okay, Propangas ist da. Falls hier wieder Gegner kommt, gibt es direkt eine auf den Deckel. Jawohl. Genau so. So, zack. Oh, oh. Ich habe irgendwas gehört. Irgendein Blech ist hier herumgeklappert. Es ist wirklich so viel Explosivzeug hier. Ich finde es aber auch mal schön. Eine schöne Abwechslung. Es sind nicht immer rote Fässer. Aua, aua, aua. Es sind hier gelbe. Schweinebacke. Oh, sie ruft schon. Nein, ich habe dich nicht vergessen. Ich hab's. So, irgendwie hier. Hier, oder? Der rote Schalter. Und zack. Wie liebevoll einfach dieser Keller hier schon gemacht ist, oder? Guckt euch das mal an mit der Lichtstimmung. Einfach nur genial. Dafür, dass man einfach nur dran vorbeirennt. So, jetzt warten wir hier schon. Ja, wir warten hier schon eine halbe Stunde auf dich, weißt du. Und hoch mit dir. Und kräftig. Zack. Das fängt hier an, dir Spaß zu machen. Natürlich, für diesen Blick. Immer wieder. Für diesen Blick habe ich extra nochmal die Leiter hochgeschoben, bevor du kamst. Ist aber auch freundlich, dass er mir wirklich noch eine halbe Sekunde Zeit gibt. Oh, geil. Ist das geil. Ja, zum Glück haben wir das Hotel gebucht, Schatz, oder? Ich meine, guck mal hier die Nachbarn an. Die haben es nicht so gut. Die haben nicht mal ein Dach. Alter, ist das geil. Guckt mal hier. Ich meine, der Poolboy, der hat, na gut, ein bisschen Dreck übersehen. Aber sonst... Oh, herrlich. Marco. Landratte. Aber wir haben jetzt Geld bekommen, dass wir durch den Pool geschwommen sind. Es sieht aber auch geil aus. Ich meine, jeder Spieler hüpft doch da rein, oder? Guck mal hier, alleine. Nochmal Polo. Ach, Marco und Polo. Hier, wie sich die Palme im Wind noch wiegt. Es ist sehr schön gemacht. Jetzt hier noch einen schönen Espresso brühen. So, ich vermute mal, dass diese Zipline hier irgendeine Funktion hat. Die Frage ist nur, wie kommen wir da rüber? Okay, ist das so gewollt? Ja, ist so gewollt, okay. Ich dachte schon, er wollte hier schon eine Sterbeanimation auslösen. Wir hatten gerade mal ein bisschen Glück. So, ready, steady, go! Nee. Also ich würde mich jetzt da festhalten, oder? Wer macht's nicht? Hast du eine Idee? Vielleicht muss ich auch einfach nur runterspringen? Jetzt runterspringen? Aber der stirbt doch dann, oder? Nee, das ist es nicht. Ein Schritt weiter links gehen, dann kommt die Animation, okay. Da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, Bingo. Da ist er. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? Ach, war ja klar. Nee, da hält sich Lazarevich auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Reich wurde in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19. Stadt durchkämmen, finden und aushalten. Ich glaube, wir sind in Sektor 18. Dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate, wir müssen weiter.
Jawohl, das wollte ich doch nur. Zum Glück haben wir die gerade die Pistole ausgerüstet. Sonst hätte es gar nicht funktioniert, ne? Verdammt, wie zur Hölle sollen wir da rüberkommen? Ah, ich sehe es schon. Hier, guck mal. Ja, die hat ja den ersten Teil nicht gespielt, deswegen. So ein Mist. So ein Megamist. Alter. Oh, scheiße. Hier, schaff dich, gib mir die Hand. Geh schon. Oh, komm, jetzt zieh an. Zieh an. Alter. Oh. Oh, shit. Ich glaube, ich hätte kurz in Deckung gehen können. Alter, wie soll ich denn gegen Heli kämpfen? Ich hab nix. Alter, der macht richtig Wind. Guckt euch das an. Wenn ich hier den Blumentopf zerdeppere, dann fegt er das weg. Hier, ganz locker aus der Hüfte rausgeschossen. Deine scheiß Granate hat es tatsächlich hergeschafft. Achtung. Und der nächste, bitte. Oh, oh, Muni alle. So wird das nichts, so wird das nichts. Wir müssen weiter. Oh, ich hätte wenigstens ein bisschen Muni mitnehmen können. Habe ich jetzt verpeilt. Alter. Fuck. Und rüber. Shit, haben wir eine Granate? Hast du eine Granate? Ich hab... Okay. Das Ding mit der Granate hat sich gerade erledigt. Eins, zwei, drei. Weg mit dir. Und jawohl, ja. Wie ist das? Sehr gut. Und ab in den Fahrstuhl, ist das eine gute Idee? Ich habe kein... Okay. Ich habe auch gerade überlegt, also der Fahrstuhl ist vielleicht nicht die beste Wahl jetzt, aber... Ach, du Kacke! Okay, sind wir hier wenigstens ein bisschen sicher? Nope! Ich habe mir gerade selbst die Frage beantwortet. Wir sind hier nicht sicher. Geh weg! Direkt an der Wand stehen ist auch nicht gut, ne? Mist. Nope, ist gar nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. Fuck, von wo? Allerdings. Oh. Nein, der Blumenkübel hat mich erschlagen. Ist das doof? Ist das dumm? Von wo kamen die denn jetzt? Achtung, hinter dir. Okay, von irgendwo kamen die. Ich weiß nicht von wo. Ich brauche noch ein bisschen Muni auf jeden Fall. Was tun die da? Wo ist denn die Muni hin? Oh, shit. So, von wo kamen die? Hier. Das Maulärger. Alter, Lanz, ist das krass. Oh. Okay, spring drücken, spring. Spring. Eins A Action. Oh. Eins A, das war ja mal richtig geil. Irgendwie habe ich doch hier, ist doch da irgendwie. Oh, ich muss wieder erstmal akklimatisieren. Irgendwas habe ich hier verändert, oder? Habe ich hier was verändert? Ach nee, auf der Seite. Ah, die Sonne. Die böse. Wartet mal, Leute. Wartet mal. So, ist es besser? Ist es besser? So ist doch besser, oder? Haben wir es so wieder gerichtet? So. Seht ihr hier, also es ist nicht nur im Spiel alles um die Ohren geflogen, selbst
Mein Greenscreen hat's einmal durchgerüttelt. Hier lang, na los! Geil, das war ja richtig krass. Auch schön dynamisch und dass man zwischendurch hat noch geballert und gekämpft hat. Also ich würde schon sagen, es sind sehr, sehr viele Zwischensequenzen. Aber wenn das wirklich ab und zu mal sowas ist, wo man dann... Es ist der Hammer. Es ist wirklich 1A der Hammer. Oh, komm. Na, das sieht auch so aus, als würde ja gleich eine wilde Schießerei losgehen, oder? Ja, genau so. Das können wir aber auch, Kollege. Oh, was mache ich denn da? Gerade ein bisschen sehr gefährlich, weil ich gleich tot bin, aber... So, jetzt nehmen wir wieder die AK und haben noch volle Muni. Eine Brücke, cool. Was? Nee, halten, nee, gedrückt. Was soll ich machen? So ein Glück. Alter, es ist so gut. Ich hab's zu viel gelobt, ne? Ich geb zu. Oh nein, der hat die AK runtergeworfen. Mein Plan von eben geht nicht nochmal auf. Geil. Jetzt ist doch hier der Wurm drin. Alter. Meine Güte. Was ist denn jetzt auch so aggressiv? Ist denn nicht keine Granate? Oh, gib mir die Granate. Es ist immer das erste Mal. Da schaffe ich es am besten und dann nicht mehr. So gefällt mir das. Wir werfen jetzt einfach beide Granaten. Ich habe doch aber eben zwei gehabt. Naja, gut. Wo ist denn die? Da ist sie! Geht's in Deckung! Ah, da ist noch einer. Komm her! Oh Gott! Okay, einfach nur gerade drüber gehen, nicht springen drücken. Ich glaube, das war einfach der Fehler. Ich hatte aber schon gedacht, dass er sich wenigstens festhält. Okay, das ist tricky. Langsam. So, beim zweiten Mal. An solchen Sachen sterbe ich dann, ne? Es ist so erstaunlich. Da oben glänzt was. So, Schatz. Ja, ich nehme meinen Topf mit. Nachdem ich hier 50.000 Töpfe kaputtgeschossen habe. Gott. Ich würde so gern irgendwo in Deckung gehen, aber hier ist keine Deckung. Nehmt euch doch ein Zimmer. Deine Fackgranate. Wo ist denn die? Ich bin, glaube ich, in die Richtung der Granate gelaufen. Kann das sein? Jawohl. Oh, shit. Der Kerl ist nicht locker. Runter. Ja, so gefällt mir das. Okay, das war das Ding. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Ich habe alles mit einmal verbraten. Ich hätte wirklich gedacht, das ist eine Muni, ein Ding. Teil, Pumps, die Dings, die. Reicht. Komm jetzt! Hier ist doch ein Normalo, der auf mich schießt, oder? Könnte der jetzt mal drauf gehen? Der trifft mich von da nicht, oder? Nee. So, schenk dir noch ein. Fuck you, noch einen Schuss. Der muss sitzen, der muss sitzen. Hat er gesessen? Er hat nicht gesessen. Ja, du hast mich getroffen, allerdings.
Ah, ich habe einfach zu viel daneben geschossen. Aber das ist ja echt fies, dass die einen hier noch in die Zange nehmen. Ah, hier ist auch noch Muni. Ja, so gefällt mir das. Ich hab da Schiss. Ja, das ist gut. Jetzt haben wir schon jeden getroffen. Jetzt reicht's aber mal langsam. Oh, wo kommst du her? Oh, shit. Und wieder rüber, auf die andere Seite, auf die sichere, vermeintlich sichere Seite. Jetzt geht das wieder los mit dem ewigen Nicht-Getreffe. Ey, der muss jetzt drauf gehen. Yes! Mit der wirklich letzten Granate jetzt. Fuck, ey. Immer wenn man denkt, spektakulärer kann es nicht werden, gibt's einfach nochmal eine Szene, die einen nochmal draufsetzt, ne? Lass die Brücke runter. Hallo? Ich bin der Mega-Action-King. Bin hier nicht der Brückenrunterlasser. Alter, schade, jetzt ist der Heli platt. Das war ein geiler Kampf. Ich find's auch cool, dass es immer mal wieder so kleine Bosskämpfe gibt, also so kleinere, härtere Gegner. Na los, geh auf, da kommt einer raus, hä? Okay, hier drüben lang. Jawohl, immer abrollen danach, das sieht noch so geil aus. So, hey, lass mich mal Kabel. Vor. Es bringt uns runter. Los, los. Okay, okay. Okay, okay. Oh, Scheiße! Au! Autschibautsch, das muss wehtun. Naja, sie ist halt doch ein bisschen leichter, ne? Ich suche einen anderen Weg runter. Okay. Naja, du suchst einen anderen Weg. Ach, guckt euch das an. Einfach so geil wieder in Szene gesetzt. Hier ist er abgestürzt, der Heli. Den haben wir gerade vom Himmel geholt. Richtig schön. Also so einen Kampf gegen Heli will ich nochmal haben. Ich bin wirklich restlos begeistert. Der erste Teil, der war, hat sich dann schon, fand ich, ein bisschen gezogen. Und gerade die Shooter-Mechanik war manchmal nicht so geil. Das ist hier bis jetzt einfach geiler. Obwohl der erste Teil auch schon hammermäßig war. Okay. Und die Animationen sind ja so butterweich. Oh, hey, hey, nicht schießen! Hey! Nate? Na, die kennt man doch noch. Elena! Jack! Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Sorry. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Willst du die Tempel plündern, das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher nur die Welt retten, stimmt's? Ja. Wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur. Zoran Lazarevich, schon von ihm gehört? Macht das nicht die NATO? Die glauben, er ist tot. Durch einen Bombenangriff. Und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen? Weißt du was? Der Kerl ist ein Monster, Nate. Ich meine, Folter, Verstümmelungen, Massenhinrichtungen und so weiter. Aber jetzt plant er etwas Neues. Aber warum hier? Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh. Nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt.
Oh, oh, wow. Ist schon gut, Chloe. Das sind Journalisten. Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazarevich uns einholt. Also... Oh Mann, Nate! Hey, hey, Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. sorry, kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Oh, Elena Fischer. Vorjahresmodell. Witzig. Nein, nein. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir nur nicht zugetraut, dass du auch solche Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel tougher, als sie aussieht, ehrlich. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Oh, bitte. Tust du doch. Gibst du nicht zu. Eifersüchtig. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst. Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Die halten uns nur auf. Und wenn sie uns erwischen... Chloe. Nate, wenn Lazarevich dich und mich zusammen sieht... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen, verdammt! Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, verstehe schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke. Denk lieber nochmal drüber nach. Mist. Lauft! Denn wir haben Erfahrung mit diesem schönen Heli. Vorsicht! Kapitel 7. Die zwei kommen mit. So, Leute. Das wird ein Fest. Zu viert wird hier wild rumgeholzt. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Danach beginnt meine nächste Aufnahmesession. Und ich bin restlos begeistert vom Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei bei Uncharted 2.